Wir haben heute gegen etwa 7.45 Uhr den Hinweis bekommen, dass eine bewaffnete männliche Person in die Tankstelle gegangen ist, hat dort eine Angestellte bedroht, hat die Angestellte dann aufgefordert, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. Das hat die Angestellte auch getan. Daraufhin sind wir mit starken Polizeikräften hier vor Ort erschienen, haben den ganzen Bereich um die Tankstelle abgesperrt und mit dem Täter Kontakt aufnehmen können. Im Laufe der weiteren Verhandlungen konnte der Täter dann dazu bewegt werden, dass er die Angestellte aus der Tankstelle rauslässt. Die Frau ist dann durch Kräfte in Empfang genommen worden. Sie ist weitestgehend unverletzt. Ihr geht es den Umständen entsprechend. Sie hat also keine körperlichen Verletzungen. Der Täter wurde dann im weiteren Verlauf bei Gesprächen dazu bewegt, selber auch aufzugeben, hat die Tankstelle dann verlassen und wurde dann von Spezialkräften auch in Empfang genommen und festgenommen. Er befindet sich momentan im Polizeigewahrsam und die weiteren Ermittlungen und Vernehmungen werden zeigen, was letztendlich Hintergrund und Motiv der ganzen Tat ist. Nach bisherigem Erkenntnisstand kannten die beiden sich nicht. Es war also ein Zufallsopfer an der Stelle. Nur was letztendlich wirklich dahinter stand, das werden die weiteren Ermittlungen erst noch zeigen.